damit herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human mit Markus, der irgendwo im Schlamm liegt. Was passiert ist, werden wir gleich herausfinden. Funktionsfähige Beine gefunden. Tauschen wir die mal aus. Thank you.
Ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Was kann ich für Sie tun? Hallo? Ich bin ein AK. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife Quantum Center. Da ist die Sicht doch gleich viel besser. Zufällig hängt da ein Mantel für ihn. Ja, Markus ist zurückgekehrt von den Toten. Weiter geht's. Wer ist denn da? Wer ist am Ende? Und hat dann nicht einen Kopfschuss gekriegt?
Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Alles klar. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Er entspricht nicht ganz meinen Erwartungen. Aber für ein abschließendes Urteil habe ich noch nicht genug Daten. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Okay, wenn also der Connor uns verlässt, kriegen wir einen neuen. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Du hast sicher einen Schrein. Die Lage in der Arktis. Die Scheißmaschine hätte alle da drin töten können. Es wurden einige Warnungen. Der Platz von ihm bestimmt da hinten. Aber wir können mit dir sprechen. Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Dann ist er bestimmt das hier, ne? Entschuldigung, wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Schön, dann warten wir. Du und du, ihr kommt mit. Kunde, das neue Büro.
Hank Anderson anrufen. Hank, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Wie? Oder wie auch immer. So, gucken, was der Hank hier so hat. Donuts. Kalter Kaffee. Eine Pflanze. Basket malen. So. Red Eye Sondereinheit. Er hat von einem Bernardiner. Von Jimmy's Bar. Den werden wir wahrscheinlich finden. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Con. Ich bin der Android von Cyberlife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Ich folge mal Hank. Tür zu. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlabs Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein scheiß Roman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese scheiß Dinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich. Ich bin beschäftigt. Ich frage mich, ob Lieutenant Anderson wirklich die beste Wahl für diese Untersuchung ist. Hey, ich brauche keine Maschine, um meine Männer einzuteilen, okay? Also verpiss dich aus meinem Büro. Einen schönen Tag, Captain.
Ich verstehe, dass die Zerstörung meines Vorgängers für Sie unangenehm war. Das Labor sagt, das Zeug wurde geschmiert, damit sich das nicht wiederholt. Wie dem auch sei, ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Vorbeigelaufen. So. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Komm, über Basketball sprechen Sie wir nochmal. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Danton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Oh. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Na komm, fangen wir mit der Arbeit an. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. So. Der ist vermisst. Angriff. Verdächtiger. Falls Angriff. Ah ja, das ist Marcus. Leo Manfred wurde bewusstlos im Haus seines Vaters Karl Manfred gefunden. Laut Aussage des Letzteren gab es eine Auseinandersetzung zwischen seinem Sohn und dem Hausandroiden. Der Android ist ein Prototyp, Modell Serie unbekannt. Und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Wie wir wissen, hat sich das bereits erledigt. Und da haben wir unseren nächsten Überfall. Gewaltsam von Sommer. Tag zuvor in der Reparaturrückung hat es bereits auf eine Anzeige gesetzt im Fall. Okay. Dass er aber das Kind mitgenommen hat, davon hat er nichts verraten. Aber wir scannen mal schnell Anlagen. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber Sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht.
Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Da wird es auch bestimmt einen Grund geben, weswegen Hank ein wenig säuerlich reagiert auf sämtliche Androiden. Aber was das genau ist, werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Vielleicht. Oder vielleicht auch erst später. Schaltet wieder ein. Macht's gut. Bis denn. Ciao.